das findet immer öfter den Weg in die großen Galerien. Er möchte nicht erkannt werden. Denn seine Kunst ist illegal. El Boccio plakatiert nachts. Bilder, an denen er zuvor tagelang gemalt hat. Bilder, die für die Straße gemacht sind. Der Kick ist nicht, dass man was Verbotenes tut, sondern dass man diese Freiheit hat. Und das ist super. Und wenn die anderen Leute schlafen, dann gehe ich raus und verändere die Umwelt. Das ganze Feeling der Stadt, das ist ein völlig anderes danach. Ne? Hingucker. Kurze Botschaften für alle, die unterwegs sind durch die Stadt. Längst sind sie zur Attraktion geworden, zu einem Markenzeichen für eine Stadt, die sich immer weiter verändert. Ein Mensch aus Menschen. Platziert mitten im Leben, für die, die den Blick haben. Und sie sehen und suchen die kleinen Geschichten, groß auf der Wand oder versteckt im Hauseingang. Berlin ist das neue europäische Zentrum für Künstler der Urban Art, Kunst aus dem Untergrund. Viele arbeiten im Geheimen, Künstler, deren Gesicht niemand sehen darf. Und die trotzdem berühmt und in der Subkultur die großen Stars sind. Das Publikum ist riesig. Und gerade in einer Stadt wie Berlin, wo so viele Touristen da sind, man kriegt E-Mails aus der ganzen Welt von Menschen, die sich bedanken und sagen, das hat einfach den Urlaub bereichert. Die haben ganz viele Fotos gemacht, die man dann online sieht. Und das ist schön, ja. Er sprayt heute nur noch auf Leinwand. Der Berliner Künstler Christian Abe. Von der Straße kommt auf jeden Fall halt früher die Farbigkeit und auch die Dynamik, ja. Seit seinem 11. Lebensjahr war er draußen unterwegs. Christian Abe hat Züge und Häuserwände mit Graffiti besprüht. Diese Energie, die man da halt hat, ja, kann man halt später natürlich für sein ganzes Leben halt verwenden. Heute kombiniert er die Techniken der Straße mit Malerei. Seine Bilder verkauft Christian Abe mittlerweile weltweit. Gerade war er an der Princeton University eingeladen, um als junger Urban Artist Studenten zu unterrichten. Und zur Kunstmesse in Miami hat er mit seinen Bildern eine Bar ausgestattet. Er ist einer von denen, die die Subkultur bereits verlassen haben. Dreh- und Angelpunkt für diese Entwicklung ist Berlin. Künstler aus der ganzen Welt hinterlassen hier ihre Werke. Wie der Italiener Blue mit seinen großen Wandgestaltungen oder die brasilianischen Zwillinge Os Gêmeos. In Kontakt stehen sie miteinander und ihren Fans übers Internet. In der Urban Art kann man natürlich ganz, ganz anders, heutzutage mit den digitalen Medien ganz anders und bekannt werden. Ja? Da zählt halt nicht, in welchen Museen oder in welchen Galerien man ausstellt, sondern man wird viel unmittelbarer durchs Internet bekannt. Der Künstler El Boccio hat zwei Leben. Nachts, wenn er als Street Artist unterwegs ist, ist er ständig auf der Flucht. Keiner ahnt, dass er tagsüber als Illustrator bei einer großen Zeitung arbeitet. Stellen wie diese, mitten in der Stadt, sind besonders riskant. Also sowas wie hier mit dem Alex im Hintergrund, mit dem Turm und dass oben irgendwie die Bahn vorbeifährt und so, das ist natürlich schon genau das Feeling, was man natürlich auch so haben will. Auch dieses Künstlerduo ist als Plakatierer auf der Straße unterwegs. Various and Gold. Mit Themen wie der Verrücktheit und Komplexität des modernen Arbeitsalltags beschäftigen sich ihre Arbeiten. Den beiden Grafikdesignern ist es wichtig, dass ihre politisch gemeinten Collagen gesehen werden. Sie wollen die Menschen zum Innehalten bringen,
nachdenklich machen. Das hier sind ihre modernen Heiligen. Da gibt es einen Heiligen für die Arbeits- und Obdachlosen. Oder eine, die sich nicht mit Pest und Cholera, sondern mit dem Datenschutz befasst. Es gibt so von Projekt zu Projekt schon eine Botschaft in den Arbeiten, aber es ist nicht generell, dass wir sagen wollen, so und so ist es. Also generell geht es ja nicht darum, irgendwie eine Lösung darzustellen, sondern einfach die Missstände einfach zu visualisieren. Zuerst auf die Hauswand, aber dann gleich ordentlich gerahmt und gehängt. Diese Arbeiten sind längst auch im Ausstellungsraum angekommen. Denn Urban Art wird für Galerien und Museen immer wichtiger. Die meisten Künstler kommen von der Straße, haben sich an Häuserwänden und Bahngleisen ausprobiert, so wie Christian Awe. Er wäre ohne diese Erfahrungen niemals auf die Idee gekommen, an der Universität Kunst zu studieren. Also ich habe angefangen zu studieren, ohne zu wissen, wer Georg Baselitz oder Daniel Richter ist, die halt beide meine Lehrer waren. Learning by doing, ja. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass diese Urban Art so sehr, sehr offen ist. Auch El Boccio arbeitet für eine Galerie. Jede seiner Frauen draußen in der Stadt hat ein Pendant auf der Leinwand. Und ein Buch hat er auch herausgegeben. Little Lucy, das kleine freche Mädchen, das eine sehr spezielle Beziehung zu seiner Katze hat, kennt in Berlin jeder. Die Straßenkunst hat ihre Wege aus der Subkultur heraus schon längst gefunden. Aber die Straßen mit ihren großen Häuserwänden und leeren Nischen werden die Urban Artists als Spielwiese bestimmt nicht aufgeben. Es bleibt spannend. Mehr über Little Lucy und ihren Schöpfer El Boccio gibt es auf unserer Internetseite arte.tv. 3 Bonusfilme, in denen der Künstler über seine nächtlichen Aktionen auf den Straßen von Berlin berichtet.